ein guter Schriftsteller darf weder haben Freund, noch Vater, noch Religion. Das klingt dem Leser aufs Äußerste schockierend und es besagt doch letzten Endes weiter nichts als das. Ich bei einem Freund irgendwann doch einmal im Leben in die Versuchung kommen könnte, die Wahrheit zu beugen. Beziehungsweise, dass es über dem Vaterland immer noch einen Begriff gibt, zumindest die Menschheit. Oder dass es mir, wenn ich mich auf eine Religion einschwöre, unmöglich ist, andere, anders glaubende Völker und Zeiten zu verstehen. Mit anderen Worten, diese scheinbar schockierende Formulierung ist doch nur der Ausdruck dafür, dass der Schriftsteller objektiv sein muss. Eine Art Spiegel der Welt. Am Ende.